Herzlich willkommen bei unserem dritten Tutorial. Heute, wie beginne ich einen Mix? Beziehungsweise, wie richte ich mir einfach mal mein Projekt ein? Und zwar, da habe ich jetzt schon was vorbereitet. Ich habe hier mein Projekt in Cubase 7. Hier oben, das ist meine finale Mixspur. Das liegt daran, dass ich ja auch analoge Hardware benutze im Mixing und ich quasi dann das Eingangssignal wieder in dem Rechner aufzeichnen kann. Deswegen haben wir hier den finalen Mix. Ja, zum Thema. Ganz wichtig, eure Spuren. Ihr müsst darauf achten, oder ihr solltet darauf achten, dass ihr eure Spuren möglichst, wenn ihr sie reinzieht ins Projekt, natürlich hier erstmal öffnet sich der Dialog, eine Spur, verschiedene Spuren. Dadurch, dass ich jetzt, könnt ihr jetzt nicht sehen, mehrere Spuren ausgewählt habe, natürlich möchte ich die aus verschiedenen Spuren haben. Dann ist noch wichtig zu sagen, Datei in den Projektordner kopieren. Das liegt deswegen, dass wenn ihr irgendwo mal einen Ordner habt, ne, und die Files reinzieht und aus Versehen den Ordner löscht, dann habt ihr die wenigstens noch im Projektordner drin. Dateien, wenn nötig, konvertieren und kopieren. Ganz wichtig, weil ja sich die Dateien an eure Projekteinstellungen anpassen sollen. Diesen Fall ist natürlich 44,1 in 32-Bit-Modus. Float, aber das sind hier das Aufnahmeformat. Und das ist aber bei mir dasselbe Projektformat. Das zeige ich euch gleich nochmal. Mehrkanaldateien aufteilen braucht ihr im Endeffekt nur, wenn ihr jetzt eine Stereo-Datei habt und sagt, ihr wollt den linken und rechten Kanal, also in zwei Monos, eben aufsplitten, dann macht das Sinn. Ihr könnt natürlich das hier auch nicht mehr fragen, würde ich aber nicht anklicken, weil wenn man es dann mal doch wieder braucht, dann findet es man immer. Ne? Und dann braucht man wieder ewig, bis man dann doch wieder das Fenster hergestellt hat. So, wenn ihr dann eure Files importiert. Ihr seht es mal hier. Das dauert jetzt gerade einen kleinen Moment. Natürlich, ich habe jetzt ein paar Drums von einem Kundenprojekt eben ausgewählt. Tja, da tauchen sie auf. So, ja, manchmal ist es auch ein wenig schneller. Aber es sind ja schon ein paar Spuren. So. Ja, jetzt wird erstmal die Wellenform berechnet. Jetzt habe ich hier gesehen, oh, natürlich, passt die sich an, jetzt muss ich natürlich im Pool gleich mal hier den Musikmodus mal drauf machen. Sonst wollte ich ja euch noch die Projekteinstellungen zeigen. Und zwar, ja, hier, genau. Und dann seht ihr schon eine Outdoor-Firma. Samplerate 44,1 Bitauflösung, 32 Bit Float, also natürlich solltet ihr euer Projekt so hoch als möglich machen. Ihr habt ja nochmal hier bei Samplerate die Möglichkeit zu wählen, also 48 kHz nimmt man in der Regel nur bei Post-Productions oder alles, was rund um Filmvertonungen zu tun hat, Video. Musikvideos, da wird noch 48 kHz genommen. Bitte stellt es nicht um. Also ihr könnt das schon auf 88,2 umstellen, wenn ihr wollt, braucht natürlich mehr Speicher. Aber das Problem ist, wenn ihr auf 48 kHz umstellt und habt Audiodateis, die nachher als Songs umgewandelt werden sollen, dann habt ihr später das Problem, dass es zu Rundungsfehlern kommen kann, weil von 48.000 Hertz auf 44.100 Hertz wäre ein ungerader Teiler. Das heißt, es kann sein, dass es zu Artefakten kommt oder dass das Audio nicht mehr so dem entspricht, was es eigentlich war. Nur mal so viel dazu. Hier natürlich 32-Bit Float, also so hoch wie möglich setzen, weil 24-Bit bzw. 16-Bit, da wird es nachher drunter gerechnet. Es ist schwerer, beziehungsweise was weg ist, ist weg. Ne? Wenn du jetzt 16-Bit nur hier einstellst,
Dann kannst du nachher natürlich auch nicht mehr die 32-Bit beziehungsweise den Dynamic-Bereich, was ein 32-Bit-Float hat, eben nutzen. Das Gute auch ist, im 32-Bit-Float-Modus gibt es eigentlich keine Übersteuerung. Ich weiß, dass ich da jetzt was Gewagtes sage. Ich möchte jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, weil das wäre jetzt eine lange Geschichte, aber letztendlich gibt es keine digitalen Overs im 32-Bit-Float-Modus, weil der Dynamikbereich so groß ist, dass die Möglichkeiten einer Übersteuerung gar nicht gegeben sind. Ab 24-Bit übersteuert immer alles, also das heißt, sprich, da gibt es nur bis 0 dBFS, alles was über 0 ist, wird gnadenlos weggesabelt. Das nennt man dann auch Clipping. Dateiaufnahme-Typ könnt ihr dann wählen, ich habe immer die Wave-Datei, mache ich am liebsten. Files binnen. Ganz wichtige Geschichte. Ich sehe hier gerade alles Mögliche, aber irgendwie habe ich keine richtige Übersicht. Deswegen nehme ich mir, ich kann es jetzt schon hier erahnen, das ist natürlich Snare. Ich zeige mal Snare 1 zum Bleistift. Und dann machen wir hier Snare 2. Shaker. Shaker 2. Könnt ihr auch noch anders nehmen, aber sie bringt mal einfach mal Übersicht rein. Wenn ihr das dann habt, ich lege immer ganz gerne Ordner an. Und zwar habe ich einmal hier jetzt Drums zum Bleistift. Und dann packe ich jetzt erstmal auch meine ganzen Drums hier rein. Dann schon zumachen. Dann lege ich mir meistens noch eine Ordnerspur an. Na, schiebt sie runter, das wollen wir nicht. So, und packt den Innenordner rein. Zum Bleistift, da kann ich jetzt machen. Jetzt irgendwie. Zeige ich jetzt mal Shaker. Wenn ich jetzt besonders viele davon habe, wenn ich jetzt nur zwei habe, dann mache ich das nicht. Aber ich kann jetzt mal sagen. Alles was noch Crash, da muss man mit rein. Genau. Das nimmt jetzt auch noch Apps. Und so habe ich nochmal unter Farbe. Ich kann mir die auch noch je nach Belieben, zumindest in Cubase, in anderen Sequenzern ja auch, nach Farben sortieren. Aber ich mag es immer, wenn es so ganz bunt ist. Es ist dann immer so, braucht es immer eine einheitliche Farbe. Für mich langt es persönlich, wenn es gut beschriftet ist. Und dann ist es alles schon soweit okay und ich kann gut mitarbeiten. Ja, dann habt ihr hier, wie gesagt, könnt ihr euch dann nochmal sortieren. Ich empfehle euch auf jeden Fall, so einen Oberordner Drums zum Beispiel anzulegen oder Beat und Vocals. Ist immer ganz gut zu machen und den Beat könnt ihr dann nochmal unterteilen in Synthes, FX, Drums, Hi-Hats, Snares, keine Ahnung, also da könnt ihr euch beliebig viele Ordner erstellen. Synthes soll es auch nicht da viel zu viel werden, weil sonst habt ihr nachher wieder das Problem, dass es zu unübersichtlich wird. Man kann es nämlich auch übertreiben. Das gesunde Maß aller Dinge natürlich sollte man dann dazu schon finden. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Übersicht im Mix schaffen bzw. bringen. Und dazu zeige ich euch mal meinen. Ich beschütze hier mal die Drums. Dann haben wir hier nochmal vielleicht Snare. Dann Vocals. Etc. Und so im gleichen Stile beschrifte ich dann auch meine Ausgangskanäle. Ich sage jetzt hier Drums, Snare, Vocals. So, jetzt Drums. Da ist natürlich noch nichts geroutet. Warum ist das noch nicht geroutet? Schauen wir nochmal.
Ah, das ist ja das Inserbooten. Das ist jetzt alles schon super auf Drums gut, also alles auf 1 und 2. Genau. Und das möchte ich jetzt. Das ist ja in Ordnung, 1 und 2. 3 und 4. Und das ist ja auch gut. Dann gibt es alles schön in der Sicht. Mit den Spuren mache ich das natürlich genau gleich. Die Snare nehmen wir jetzt mal hier. So. So. Und dann bei denen mache ich genau die Ansage. Jetzt mache ich hier mal Vocals. Wochenspur, also nur mal als Beispiel, um euch das so zu veranschaulichen. Das ist halt natürlich wichtig, dass ihr euer Routing klar macht. In manchen Sequenzern könnt ihr auch noch, ich zeige es euch mal, Preset, ich mache jetzt mal die Fenster mal ein bisschen nach oben eher. Da könnt ihr dann Spurenkanalarten ein- und ausblenden, zum Beispiel muss man jetzt alle Kanäle bis auf die Audiokanäle raus. So, und speichern uns das Ganze als aktuelle Konfiguration speichern. So, jetzt machen wir die Audiokanäle raus, dann mache ich nämlich meine Eingangs-, Ausgangs- und Gruppenkanäle. Die speichere ich mir noch mal. Als zweite Konfiguration. Dann kann ich nämlich hier switchen, habe die ganzen Audiokanäle und bin mal weg von den blöden Gruppensachen und habe hier auf zweiter Ebene eben die ganzen Gruppenausgänge und Eingänge hier auf der Seite. Ja, ich habe sie halt eben Rosetta Return benannt, um eben zu wissen, dass der Eingang, der hier kommt, von meiner Apogee Rosetta 800 Mono in ist klar, Mikrofon, Stereo out ist auch klar. Das sind halt eben die 7 plus 8, 9, 10, 11, 12. Das sind jeweils zwei Mono-Ausgangskanäle zum Stereo-Bus zusammengefasst. Und ja, die Gruppen sind jetzt auch Stereo. Könnt ihr natürlich dann auch ändern, wie ihr wollt, in Mono, etc. pp. Ja, jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen mit der Insert-Kette beschäftigen. Ich lade jetzt mal irgendeinen. Ein Preset rein. Ich sage jetzt mal Chip, 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 was ich mir gemacht habe. No, ich sage jetzt mal, die laden wir jetzt mal rein. Die Gitarrengruppe. Seht ihr, ich habe da schon einige Spuren, Presets mir angelegt. Jetzt sieht man auch die Inserts mal ein bisschen besser. Ja, sieht halt, hier habe ich einen Kompressor geschalten. Prinzipiell lade ich euch auch nochmal, das seht ihr auch im Tutorial, immer an Low Cut und einen High Cut zu aktivieren, jeweils bei 20 und bei 20.000 Hertz. Nur eine kleine Empfehlung, gerade bei Songprojekten zum Film oder im Rundfunk schaut das Ganze noch so ein bisschen anders aus. Darauf gehe ich aber gerne ein anderes Mal ein. Ja, habe dann hier wie gesagt meine Presets erstmal von meinen Geräten, die ich da drin haben möchte. Das war mal von irgendeinem Song und dann wollte der Kunde das eben nochmal haben. Und habe mir das einfach abgespeichert, dann, dass ich das einzeln übertragen konnte. Das ist natürlich das Gute am Digitalen im Vergleich zum Analogen. Weil am Analogen, gerade wenn man mit Drehreglern arbeitet und nicht mit Rasterpodis, dann hat man immer ein Problem, bei vielen Knöpfen das Ganze übersichtlich zu machen. Und
auch zu archivieren, sodass man die Einstellungen wieder übertragen kann. Und das geht halt im Analogen sehr, sehr schwer bis gar nicht bei den meisten Geräten. Einige digitale Mischpulte können natürlich schon Setups alles abspeichern und Faderpositionen, aber das funktioniert leider noch nicht bei den ganzen Oldschool-Hardware-Geräten wie einem Drama oder jetzt einem Fairchild-Kompressor. Da hat man keine Möglichkeiten, das Ganze wieder zu reproduzieren. Nächstes Thema bzw. als nächster Themenpunkt wollte ich ja euch mal das Einpegeln demonstrieren. Im Endeffekt braucht ihr dann nichts anderes wie euren Mischer auf der rechten Seite und natürlich hier auf der linken Seite eure Spuren. Ich öffne jetzt mal Mischer nochmal, wo ist er denn? Genau, habt ihr den Mischer und dann hört ihr euch einfach eure Audiokanäle an, könnt die dann eben beim ersten Anhören. Ich würde die beim ersten Anhören schon direkt regeln, also zumindest grob. Der erste intuitive Gedanke, wie du einen Regler schieben möchtest oder willst, wird meistens auch der richtige sein. Natürlich justiert man vielleicht ein bisschen feiner, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass es meistens in die Richtung geht. Das ist auch, erlebe ich selber in Produktionen immer wieder, gerade so die ersten Aufnahmen, diese Demo-Aufnahmen, das werden meistens immer die besten, oder der erste Mix wird meistens immer auch der sein. Man kann dann zwar noch einen zweiten oder dritten machen, aber oft hat man einfach diesen Moment nur einmal, dass man sich den Song anhört und dann einstellt und dann läuft's. Klar, Feinjustierungen hin oder her, aber vom Grundprinzip ist so das erste Bauchgefühl meistens immer das Richtige. So, dann haben wir es hier halt letztendlich dann mal eingepegelt, die Spuren, und dann habt ihr es jetzt wirklich nur Beispielen, damit ihr mal einen Überblick bekommt. Und dann könnt ihr euer Panorama noch einstellen. Gerade bei Hi-Hats oder sowas, na, oder bei Percussions, möchte man ja nicht unbedingt alles in der Mitte haben, sondern auch ein bisschen links, rechts verteilt. Das könnt ihr hier dann schön machen und solltet ihr auch gleich am Anfang machen, damit ihr zumindest mal einen groben Überblick habt, wie soll denn euer Mix aussehen nach dem Panorama. Wichtig ist, könnt ihr natürlich schon machen, aber vergesst nicht, wenn ihr zu weit nach außen geht mit der Spur ganz rechts, dann werdet ihr Probleme nachher haben, weil ihr diese nicht mehr zum Beispiel auf dem Smartphone habt. Oder zumindest auf allen Geräten und Lautsprechern, die nur Mono ausgelegt sind. Denn da hört ihr nur das Mittensignal und die krassen Seitensignale fallen weg. Also ich habe so erfahrungsgemäß, sage ich jetzt mal, von 60%, 65% kann man schon nach außen gehen. Alles, was weiter ist, wird dann nicht mehr dargestellt. Und 60% ist eigentlich schon so das Maximum. Da müsst ihr euch einfach bewusst sein. Na, ihr könnt natürlich nach außen pennen, wie ihr wollt, aber macht euch bewusst, dass wenn ihr es ganz stark nach links oder rechts pennt, dass dann nichts mehr vom Signal vorhanden ist in der Monomitte. Ja, wenn ihr dann eure Panorama-Einstellungen alles weit gemacht habt, dann habt ihr zumindest schon mal den ersten Grundstein. So, und nochmal auf die Reihenfolge der Insätze zu kommen. Wie ihr das macht in dem Insatzslot, ist letztendlich eigentlich Kupft wie gesprungen, weil gut ist, was gut klingt. Und gut ist ja immer noch Geschmackssache. Prinzipiell schalte ich einen EQ vom Kompressor und nach dem Kompressor. Ja, weil ich natürlich zum Beispiel sagen möchte, ich möchte erstens mal bestimmen oder erstens mal nochmal ändern können, was in den Kompressor reingeht und wie es reingeht, in welcher Frequenzbereich reingeht, in welcher Frequenzbereich wie stark reingeht, und dann möchte ich das nachher nochmal mit dem Equalizer nochmal ändern und sagen, okay, gut, die kommen an der Kompression, da minimal müsste vielleicht so und so noch was geändert werden. Da könnte man auch
was ihr wollt. Am Rest gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Da müsst ihr einfach rumprobieren und schauen, was hört sich denn in welcher Reihenfolge ganz gut an. So, und wenn ihr mal so weit seid und was ihr sagt, ihr möchtet euren Mix dann machen, habt alles schön bearbeitet und euch gefällt der Mix und sagt so, ja, so kann er jetzt raus. Dann habt ihr heute hier mal euer Mixdown-Fenster. Ich gehe jetzt mal von aus, ihr wollt einen Stereo-Mix machen. Ihr könnt hier auch natürlich nochmal mehr Kanäle exportieren und könnt halt einfach eure Multikanäle eben ausbouncen. Das sind die ganzen Ausgangskanäle, so wie ich sie vorher benommen habe. Drums, Snare, Vocals. Deswegen halt auch die Ausgangskanäle beschriften, weil man dann eben auch weiß, was wohin zugehört. Und gerade im Falle vom Ausbouncen tut ihr euch dann einfach leichter und müsst dann erstmal nachschauen. Ordnung ist schließlich das halbe Leben, ne? Ja, und dann hier oben tragt ihr den Namen ein, da gibt ihr den Pfad ein, wo es hingebounced werden soll. Ich mach's letztendlich eigentlich immer ins Projektordner direkt rein oder beziehungsweise im Projektordner rein. Und nicht in einen Audio-Ordner, sondern in einem speziellen Ordner. Dann bin ich dann Mixdowns oder finale Mixe oder Premixe. Das ist auch ganz gut da, wenn ihr euch einen Ordner anlegt und sagt, so, einfach alles mal aufgeschlüsselt und dann wisst ihr auch nachher, wenn ihr mal in 5 Jahren auf das Projekt wieder zugreift und sagt, oh, da fand ich eine Einstellung ganz cool oder fand ich ein Delay oder einen Effekt ganz geil, dann will ich mir jetzt einfach nochmal reproduzieren bei einem anderen Song. Dann wisst ihr auch letztendlich gleich, wo alles zu finden ist. Ja. Das ist eigentlich letztendlich erstmal wurscht. Tempodefinition mit einfügen ist immer ganz gut. Kann man anklicken, gerade wenn jemand das weiter bearbeitet als Beatproduzent. Ist es natürlich dann immer schön, wenn man das einfügt, weil dann kann derjenige, der es runtermischt, auch schon gleich sehen, wie viel BPM das ganze Projekt hat und kann seine Projekteinstellungen eben auf das Soundtempo anpassen, ohne jetzt großartig nachzuprüfen zu müssen, was da jetzt wirklich mit rausgeht. Externe MIDI-Eingänge deaktivieren. Wichtig, klar, beim Rausbouncen, gerade wenn ihr in Echtzeit zum Beispiel auch bounce, kommt ihr vielleicht auf den Knopf und dann habt ihr einen Ton mit drin, sollte nicht unbedingt so sein. Könnt ihr nochmal einreden, Sample-Rate und die Bit-Tiefe. Ich bounce halt eigentlich normalerweise auch immer höchstmöglichst raus und konvertierst dann runter mit einer speziellen Software. Echtzeit-Export habt ihr immer, wenn ihr analoge Hardware verwendet zum Beispiel und diese 1:1 rechnet. Das heißt, ihr nehmt irgendwas auf und da währenddessen ihr das aufnehmt, beziehungsweise soll es gleich exportieren und aber die externe Hardware mitarbeiten. Zum Beispiel ein Kompressor oder ein Equalizer oder ein Noise Gate. Oder ein Limiter zum Beispiel. Dann ist wichtig, der Export. Und wenn ihr lauter Mono habt, ihr könnt natürlich, sagt es alles schon gleich, ne, Kanäle aufteilen, erzeugt eine Datei pro Kanal. Nur linken und rechten Kanal exportieren. Da könnt ihr mal ins Projekt importieren. Bei Soundcloud hochladen. Externe MIDI-Eingänge haben wir ja schon. Fenster nach exportieren schließen und Anzeige aktualisieren, je nachdem da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja. Wichtig natürlich auch zu sagen, wenn ihr was exportiert, kontrolliert die Datei nochmal, schaut, ob alles passt. Zieht sie von mir aus nochmal ins Projekt rein, guckt, passt. Nicht, da sieht man sie auch, solange ihr das Projekt noch offen habt. Mal nicht, dann irgendwie speichern und dann gibt es vielleicht einen Crash oder sonst irgendwas und dann passt bei irgendwas nicht. Also kontrolliert immer, bevor ihr euer Projekt zumacht, nochmal alles, stimmt alles, habe ich gespeichert. Ja. Ich meine, ihr würdet mir jetzt hier in dem Fall natürlich sagen, hey, willst du speichern oder will ich nicht, weil ich es vorher nicht abgespeichert habe. Aber ich sage natürlich, will ich speichern. Gut, das war's erstmal soweit hier von dem Video-Tutorial. Ich wünsche euch noch was und wir sehen uns beim nächsten Mal.